geht's los mit der Shitshow mit Sturmwaffel. Schlechte Spiele und gute Laune mit Sturmwaffel. Lasst ein Like da. Und liebe Freunde der Leichten und Seichten und Seiten, willkommen zu einem anderen coolen Video. Das machen Leute, die machen das. Warum hat er so viele Abos und nicht jemand anders, der wirklich reden kann? Keiner weiß es. Vielleicht, weil er der Einzige ist mit Bart, aber Gronkh. Heute geht es um Musical.ly, eine Plattform, die ich tatsächlich selber mal benutzt habe. Ganz kurzer Ausschnitt hiervon, ist total toll. Nope, dankeschön. Folgt mir bitte nicht. Könnt ihr machen, kommt aber eh nichts mehr. Denke ich mal, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich ja auch noch irgendwie den Hang of it. Aber ich habe das beim Luca gesehen und fand das sehr interessant, weil ich kenne mich auf der Plattform gar nicht aus. Aber der hat sich die dümmsten Musical.lys rausgesucht und da bin ich einmal nur gerade durchgegangen unter diesen wunderbaren Hashtags wie White Tiger Goes Reeperbahn oder Deutschland, sehr guter Hashtag übrigens. Can you do a magic trick? Oder Donald Trump Speech. Dachte ich mir, das sind ja Themen... Die hören sich schon gut an. Ich stelle das aber nicht nach, weil wir müssen auch mal ehrlich sein, also ich bin da viel zu fett und hässlich für und da muss man wirklich gut aussehen oder sehr lustig sein. Bin ich jetzt beides nicht? Wir gehen mal in den Hashtag Donald Trump Speech. Mhm. Alles klar, gut. Also was ist da? Also warum würde... Es ist auch so laggy. Also was ist denn falsch mit dem... Zeitverkrümelheit. Warum ist das alles so am laggen bei euch? Was ist denn falsch, Mann? Warum könnt ihr das nicht mal auf den Takt machen? Who's your character? Was ist das denn dann? Neueste. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, wie man das mit der Mucke macht. Alle nehmen die immer mit ins Video. Ich habe übertrieben Angst vor so Copyright Strikes. Von daher gar keinen Bock drauf, ey. Okay, was geht jetzt hier noch? Das sieht doch mal wieder vielversprechend aus. Ich glaube, das war echt gut, oder? Das ist tatsächlich. Alles klar. Ich glaube, das ist mein neuer Favorite. Mal hier, das ist doch wieder mal der Move, Alter. Digga, wie die alle so, die werden alle so die übelst cranken Julian. Ich kaufe sie ihm nicht ab. Wo sieht denn nochmal einer richtig übertrieben crazy aus? Da ist er mal wieder. Das tut mir so leid. Das ist halt genau das gleiche, was ich machen würde, wenn ich sowas machen würde. Warum? Warum, Alter? Ohne Mist, was ist das für ein Video? Wo ist das? Was ist das hier? Call of Duty Play jetzt hier. Da wieder schöne Promo. Hat er vielleicht noch seinen Kanal? Er ist wieder. Das macht so keinen Sinn. Und jetzt? Und jetzt? Und der Hund ist tot, glaube ich. Ich glaube, der Hund ist tot. Boah, Digga, okay, das könnte Psycho werden. Er ist der komplette Psycho. Er ist einfach nur noch komplett Psycho. Also mal, ist es egal, was passiert. Es ist einfach nur... Es macht mir Angst. Felix, du bist gerade in den USA. Pass auf dich auf, Alter. Pass auf dich auf. Boah, Digga, die Effekte. Viel zu viel. White Tiger Goes Reeperbahn. Das hört sich an wie...
wie der Hashtag, der wirklich interessant sein. Den Jonge-T-Shirt an? Das ist so mein Typ jetzt hier. Das ist genau mein Ding jetzt hier. Ich sag's dir. Was bist du? Jetzt nochmal da direkt da drunter. Mach das jetzt nochmal. Adele. Ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, den Typ feiere ich eigentlich mit Abstand am meisten von dem, ich bis dato gesehen habe, auch wenn das der größte Müll ist. Ich würde sagen, demnach hat sich jetzt unsere Suche nach ein paar dummen, wirklich tatsächlich meiner Meinung nach sehr dummen Musical.lys ganz gut ausgezahlt. War tatsächlich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu dabei wart, lasst ein Abo da. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Wenn ich das öfters bringen soll, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht auch von Leuten, die ihr dann irgendwie noch kennt oder wo ihr sagt, das musst du gesehen haben. Das mussten sie gesehen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.